Sonja Kiefer, Unternehmerin und Designerin. Was inspiriert dich zu deinen Kollektionen? Das Leben im Allgemeinen. Also ich finde, man kann das immer gar nicht in ein, zwei Worte fassen, weil als Designer ist man immer im Dienst. Also man geht mit sehr offenen Augen durch die Welt und das kann wirklich Farben, Architektur, ein guter Film, das Musik, es kann einfach alles sein. Warum hast du dann dein eigenes Label gegründet? Was hat dich dazu bewogen, nicht bei einem anderen Label zu designen, sondern dein eigenes Ding zu machen? Ich bin nach meinem Studium, das hier in München war, bin ich erstmal nach New York, also nach Paris und dann nach New York, um dort zu arbeiten als Assistenzdesigner. Und da war ich unter anderem bei Nicole Miller. Und während der Fashion Week warten eigentlich immer alle am nächsten Tag natürlich auf das Presseecho. Und da war eben einer dieser beiden Entwürfe von mir auf dem Titel. Und es stand drunter Nicole Millers Freshest Idea for the Season. Und das war für mich natürlich so der Ritterschlag, zu sagen, ach, da müsste eigentlich in Zukunft Sonja Kiefer stehen. So eine Kollektion ist ja nicht gerade günstig. Wie bist du da vorgegangen, um deine Kollektion zu finanzieren? Ja, also ich habe festgestellt, es ist gar nicht mal die erste oder zweite Kollektion, sondern es wird später viel, viel schwieriger. Weil es ist so, man gründet die Firma, man braucht natürlich ein kleines Startkapital. Da ging es einfach mal um 10.000, 15.000 D-Mark waren das da noch. Ja, das ist, finde ich, noch eine übersichtliche Summe für eine Unternehmensgründung, weil man eigentlich erstmal sehr viel selber machen kann. Man kauft ein paar Stoffe ein, man macht die Schnitte, man näht alles selbst. Also die erste Kollektion habe ich auch mehr oder weniger in Heimarbeit, in Handarbeit von meiner Wohnung zu Hause aus erstellt. Und jetzt, fast 20 Jahre später, wie funktioniert das bei dir mit der Produktion? Also meine Kollektion ist eine komplette Vororder-Kollektion. Das heißt, es sind keine Einzelanfertigungen, keine Couture-Anfertigungen, sondern es gibt zweimal im Jahr eine Musterkollektion. Die beinhaltet 50 bis 60 Teile. Mein Schwerpunkt sind Kleider in allen Varianten. Sonja, du stattest ja auch wirklich sehr viele Prominente aus. Sag uns einfach mal, wer dir da sozusagen den Körper leiht am Red Carpet. Mir ist es immer wichtig, dass es ganz verschiedene Frauentypen sind, die man auch in meinen Kleidern sieht, so wie auch meine Kundinnen sind. Und ich muss sagen, also eine meiner Lieblingsträgerinnen ist unter anderem die Regina Halmich, die Boxerin. Die Anne Will ist auch jemand, den ich sehr, sehr schätze. Gut, dann hat man natürlich einfach die Schauspieler wie die Veronika Ferris oder die Eva Habermann, die Tina Ruland. Das ist wirklich eine sehr, sehr breite und unterschiedliche Zielgruppe, die ich mit den Kleidern anspreche. Und so sind eigentlich auch die Promis, die es dann irgendwie auf dem roten Teppich zeigen. Und Nachhaltigkeit in der Produktion ist ja immer wieder ein ganz großes Stichwort in der Textilbranche. Wie produzierst du? Wir produzieren komplett in der EU. Unsere Partner sitzen in Polen. Die Stoffe kommen hauptsächlich aus Italien und Frankreich. Ich finde immer, Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass man irgendwie ein Teil lange trägt, dass man es lange hat. Also wir verwenden keine Ökostoffe für die Abendkleider, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, so ein Kleid hat man einfach wahnsinnig lange. Es ist kein Wegwerfprodukt. Und damit ist es für mich einfach ein nachhaltiges Produkt, das man eben über eine sehr lange Zeit behält und trägt. Bei wie vielen Händlern bekommt man SK Sonja Kiefer? Die Sonja Kiefer Kollektion ist bei ca. 80 Einzelhändlern zu finden. Das ist eine sehr gemischte Struktur. Da gehört irgendwie die kleine exklusive Boutique um die Ecke dazu, aber auch große Verkaufsflächen. Das ist wirklich eine bunte Struktur von Händlern. Sonja, du hast ja auch einen Online-Shop. Was hat dich denn dazu bewogen, auch online deine Produkte zu vertreiben? Ja, also ich denke, an online kommt man einfach gar nicht mehr vorbei. Aber ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man das kontrolliert. Wenn du jetzt einen jungen Gründer vor dir hast, der dich fragt, Sonja Kiefer, was ist der Tipp, den du mir geben könntest zur Unternehmensgründung? Was würdest du antworten? Also ich glaube, man darf sich einfach nicht beirren lassen. Wenn man überzeugt ist, dass man das machen möchte, dass man auch den Einsatz bringen möchte, da muss man sich schon klar drüber sein, dass das auch nicht immer ein leichter Weg ist, dass man Verantwortung übernehmen muss, dass man mehr Einsatz bringen muss, als vielleicht, wenn man angestellt ist. Dann soll man es einfach machen. Also ich glaube, ins kalte Wasser springen und nie zu lange warten. Vielen lieben Dank für dieses tolle Interview, für dieses ehrliche Interview und für deine tollen Statements. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.